Herzlich willkommen zu unserem Video an diesem Wochenende, zu dem Sonntag. Jetzt, wo unser Naturjahr auf dem Höhepunkt ist. Ganz einfach, wir sind in der Mitte des Jahres, nämlich der 21. Juni, der längste Tag, die kürzeste Nacht, massenhaft Licht. Und wir stehen hier an einem unserer Getreidefelder, hier in Unterheuerheim. Das Jahr auf dem Höhepunkt. Und dann heißt es, von jetzt an werden sekundenmäßig die Tage immer kürzer und die Nächte wieder länger. Und so mitten im Hochsommer, da haben wir zwei, für meine Empfindung, schöne Feste. Gestern Abend so in unserem Dorf dieses Sonnwend- oder Johannesfeuer. Und das eine, was bei der Sonnenwende ja so wunderbar schön ist, nämlich dieser Brauch, ganz bewusst sich an der Natur zu orientieren. Also die Natur gibt vor, dass wir mit ihr so richtig in Verbundenheit leben. Dass wir sie hegen und fördern, ununterbrochen. Und das gehört zu einer uralten Kultur, die Jahrtausende zurückgeht. Ein Traum von mir, und ich hoffe, dass im Laufe des kommenden Jahres Wirklichkeit wird, ist die Reise nach England, nach Stonehenge. Nämlich genau diese Steine, die so aufgestellt sind und diesen Kreis der Sonne widerspiegeln. Wo zum Einstand der Sonne immer ein Fest gefeiert wurde. Genau das äußerst reizvoll. Menschen hatten über Jahrhunderte, über Jahrtausende verstanden, wir müssen mit der Schöpfung leben und die Schöpfung muss mit uns leben. Ein Problem, das wir tragischerweise im Augenblick so zur Seite schieben. Und das, was wir merken, dieses zur Seite schieben, bringt wahnsinnige Probleme. Die stechende Hitze drüben in Saudi-Arabien. Tote, Höchstmaß an Überschwemmungen und Wasser in Kenia. Wahnsinnige Hitze drüben in Indien. Und wir selber sind wir davon betroffen. Wir müssen ganz einfach unser Miteinander von Schöpfung und Mensch wieder in die Mitte stellen. Das Jahr steht auf der Höhe und wir lieben den Sommer, genau diese Jahreszeit. Und da heißt es, wir müssen zurückkehren zu einer solchen Verbundenheit mit der Schöpfung. Was wir in unserer Gesellschaft so als Sonnenwendfeuer begehen, uralter Brauchtum über Jahrhunderte hinweg, heißt bei uns in unserer Kirche Johannesfeuer. Und dann etwas sehr Entscheidendes. Wer war eigentlich dieser Johannes? Denn auch der Johannes hatte beobachtet, da werden Probleme verschoben. Da werden so Probleme so zur Seite geschoben und dann gibt es Folgen. Nämlich, wenn die Gerechtigkeit nicht im Lande wohnt und im Lande bleibt, also wenn Menschengruppen, gesellschaftliche Gruppen nicht ihre Wertschätzung kriegen und nicht das, was sie zum Leben brauchen, dann droht einer ganzen Volksgemeinschaft Gefahr. Und genau das ist die Geschichte von Johannes dem Täufer. Er draußen an der Wüste. Wir brauchen eine bessere Zivilisation. Wir brauchen buchstäblich ein neues Miteinander. Und was geschieht? Die Leute eilen in Strömen. So erzählen es die jüdische, wie aber auch die christliche Literatur. Sie eilen zu Johannes dem Täufer. Und dann eröffnet er eine Kunst, wie eine ganze Volksgemeinschaft zusammenleben kann. Oder sage ich es noch viel zutreffender, dann eröffnet er eine Lebenskunst, wie unsere ganze Erde, und zwar alle Menschen, alle Völker auf unserer Erde, Zukunft haben können. Und ich denke, solange wir einfach Probleme zur Seite schieben, solange wir Probleme wegschieben, die Frage der Umwelt,
die Frage einer ganz globalen Gerechtigkeit. Solange bleibt die Zukunft im Ungewissen. Und da ist es notwendig, dass wir alle aktiv werden und mitbauen an einer besseren Zukunft. Zum Wohl, wo Klima und wir, also unsere Umwelt und wir, zusammenwirken. Und wo wir genauso zusammenwirken, dass auf unserer Erde ein höheres Maß an Gerechtigkeit und Friede für alle kommt. Euch, die ihr reingeschaut habt, ein unwahrscheinlich schönes Wochenende. Auf der Höhe des Sommers viel Vergnügen. Wenn die Nächte jetzt ganz kurz sind, die Temperaturen steigen und wenn wir einfach merken, das schönste Lebensgefühl, wenn die Sonne auf uns lacht. Euch einen frohen und schönen Sonntag.